Hallo Leute, ist schon ein bisschen her, ich weiß, aber wie ihr seht, habe ich hier alles ein bisschen umgestaltet und es ist wirklich eine Schweinearbeit. Warte mal, ich muss mal noch mein Mikrofon einstellen, dann ist das nämlich noch mal eine Klasse besser. Augenblick, hier mal einschalten und hier mal einschalten. So, jetzt dürfte der Ton auf jeden Fall gut verständlich sein. Ja, nochmal, bisschen umgearbeitet und was ich da so alles in 4 Jahren, wo ich das hier jetzt nicht mehr gemacht habe, ansammelt, könnt ihr euch denken, da ist also echt, ja, die Hölle los, sage ich mal. So, was ich hier ganz kurz machen möchte, ich möchte einen kleinen Forecast machen, was in den nächsten Tagen und Wochen kommen wird. Viele kennen schon diese neue Seitenschleifvorrichtung, die wir praktisch entworfen haben, so dass ich hier an der Seite der Tormek mit CBN-Rädern, wohlgemerkt, das geht mit den Original-Tormek-Rädern, geht das nicht. Mit dem Originalstein würde ich auch sagen, geht das nicht, weil der arbeitet sich ja ab. Das ist nicht so zielführend. Aber hier, wenn ich jetzt hier ganz normal, ich zeige das nochmal für alle, die es noch nie gesehen haben, mein Messer hier einführe und habe hier einen festen Winkel an diesem Block und dann ziehe ich einfach durch, praktisch im Prinzip wie bei der T2 oder bei der T1. Die Blöcke hier oben sind dann wechselbar, dass ich die Winkel wechseln kann. Hier. Das ist jetzt ein 15-Grad-Block zum Beispiel. Den kann ich also ohne weiteres tauschen gegen einen 20-Grad-Block. Ja? Indem ich einfach hier, und dann mache ich hier kurz ein bisschen fest, dann wackelt nämlich ja nichts mehr. So, was ich aber zeigen möchte, weil das habe ich ja schon gezeigt. Hier innen mache ich übrigens noch so Teflon-Gleitband drauf. Das im nächsten Video. Was ich aber jetzt zeigen möchte, ist die neue Geschichte. Weil ich wurde natürlich gefragt, ah, komm, wir gehen auf den Jahrmarkt, beziehungsweise auf den Bauernmarkt, auf samstags auf den Markt, und da Messer schleifen. Und ich würde gerne einfach durchschleifen. Ich habe 2 Tormek-Maschinen und möchte so schnell wie möglich meine Kundenmesser durchschleifen. Rausgekommen ist das hier. Das ist das Originale hier. Jetzt haben wir das Ganze verlängert. Hier mussten wir schmäler gehen mit den ganzen Winkelgeschichten, weil wir hier drüben bedingt durch das Treibrad einfach den Platz nicht haben. Ja, so. Wenn ich jetzt hier so reingehe, mache das hier fest, dann habe ich, ja, dann habe ich hier auf der Seite jetzt zum Beispiel ein 160er Rad drauf. Ziehe das durch, 3-4 Mal und dann gehe ich auf mein 400er. So, und jetzt denken wir noch eine Maschine weiter. Der Mensch hat hier eine zweite Maschine stehen. Ich habe hier 160, 400. Da habe ich dann, was weiß ich, 800 und 1000. Oder ich habe 80, 160, 400, 1000 oder 400, 800. Spielt keine Rolle. Danach noch kurz über ein Filzrad zum Abziehen. Und das Messer ist rattenscharf und zwar in einem festen Winkel. Da kann man im Prinzip überhaupt keinen Fehler machen. Erfordert ein bisschen Übung, die Anlegerei und Durchzieherei. Aber da hat der Wolfgang Cox ein tolles Video gemacht. Das verlinke ich euch unten in den Kommentaren. Und für mich die Kernaussage war ganz einfach die, weil wenn wir über sowas reden, reden wir auch immer über einen Preis, der wirklich stolz ist. Also das Ding hier kostet irgendwo, ich glaube 350 Euro oder sowas, weiß nicht genau. Und das wird um die 500 Euro kosten. Eigentlich müsste es doppelt so teuer sein, weil wir auch doppelt so viel Material brauchen. Wir haben aber gesagt, wir brauchen jetzt nicht zweimal Geld verdienen, also an dem und an dem oder so. Das heißt,
die Marge, die wir hier haben, haben wir hier einfach auch. Der Rest, der Aufpreis, der zu dem hier entsteht, ist wirklich der reine Materialpreis. Da haben wir keinen Gewinn mehr drauf gerechnet. Aber das ist, interessiert euch ja nicht, weil ihr müsst es nur bezahlen, ja. Und ich kann für so ein Ding nicht 750 oder so oder 700 Euro verlangen. Das ist einfach, ja, ich könnte schon, ja, weil das Ding ist es eigentlich wert. Weil jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich gerade noch sagen wollte. Die Kernaussage von Wolfgang war ganz klar, er spart die Hälfte der Zeit. Und Zeit ist Geld, ja. Das heißt, jemand, der viele Messer schleift, für den ist das natürlich eine super Sache. Ja? So. Also, das wäre das eine. Jetzt lege ich das mal weg. Weil dann habe ich noch, viele haben es vielleicht schon gesehen, auf unserer Webseite habe ich es schon eingestellt. Und zwar passend zum Weihnachtsgeschäft. Ups. So, hole ich die Babys mal her. Nummer 1, Eiche. Nummer 2, Nussbaum. Die Bretter sind 44 x 32 cm, glaube ich. 4 cm stark. Und das ist Stirnholz. Da ist da so ein Ständer noch dabei. Und als ich die schon angekündigt hatte vor einiger Zeit, da hatte ich einen Preis gesagt für das 149 und für das hier 199. Dann waren wir soweit, dass wir gesagt haben, okay, wir bestellen die Dinger. Und dann habe ich die bestellt und dann hat mich mein Hersteller, das ist übrigens eine Ein-Mann-Manufaktur, das heißt wirklich jedes Brett ist handgefertigt und ein Unikat, ja, hat mich angerufen und gesagt, oh Hans, das Nussbaumholz ist extrem teurer geworden, ja, und wir reden da wirklich über an so einem Brett rund über 20 Euro, was das netto teurer geworden ist. Ich habe trotzdem bestellt und ich halte den Preis trotzdem, da verdiene ich einfach ein paar Euro weniger. Und ja, ihr könnt es gern vergleichen auf dem Markt. Diese Bretter, die werden gehandelt so um die 230 Euro. Mit dem Ständer kommt da noch mal was dazu. Egal, wir wollten einfach ein geiles Produkt auf den Markt bringen, wo jeder schön was davon haben kann. Die gibt es selbstverständlich auf Wunsch, auch ohne Saftrille. Wir haben uns entschieden, mit Saftrille zu machen. Wir können euch die aber auch auf beiden Seiten glatt machen. Dann sind auch zum Beispiel dann keine Füßchen drin, so wie hier. Könnt ihr mal schauen, das sind hier 4 Fünfe. Die sind aber nur gesteckt, die sind nicht geklebt. Das heißt, die könnt man rausziehen und könnt ihr auch auf der glatten Fläche arbeiten. Aber wir haben es ausprobiert, da läuft doch die ganze Soße runter. Das ist doch kacke. Also ich mag das nicht, wenn ich da einen Braten drauf schneide oder so und mir läuft der Bratensaft auf der Arbeitsplatte rum. Mag ich nicht. Aber wie gesagt, ihr bekommt die auch jederzeit von uns in glatt. Ja? Das dauert dann halt 2 Wochen, dann habt ihr sie aber auch. So, und was dazu passend jetzt noch kommt, es ist ja nicht so, dass ich es nicht hergerichtet hätte. So, und jetzt zeige ich euch mal was. Und das ist mir wichtig, dass das verstanden wird. Augenblick. Hole ich mal hierher. Als mir mein Hersteller den Preis von diesem Teil gesagt hat, da ist mir es kurz schwindelig geworden. Da habe ich gedacht, da muss doch was gehen, weil der Preis für so ein Teil sollte 250 Euro sein, also der Verkaufspreis. Das Ding ist der Hammer, das ist 5,5 cm stark, hat hier unten einen Edelstahlfuß, dass ich das Messer wegnehmen kann, ohne dass hier irgendwas kippelt an dem Block. Ja? Aber mir erschien das dann sehr teuer. Ja? Und jetzt sind wir gerade am Überlegen, ob uns unser Hersteller im Prinzip nur diesen Block macht mit dem Magneten drin und wir sorgen für diesen Fuß hier unten, weil wir sind ja ein metallverarbeitender Betrieb. Wir sorgen für den Fuß und für die nötige Standfestigkeit, montieren das ganze Ding. Vielleicht können wir dann Kosten sparen, so dass wir das vielleicht unter 200 Euro hinkriegen könnten. Das wäre absolut Hammer. Ja? Ihr müsst mal schauen, was so ein guter Messerblock kostet. Das sind 250 Euro gar nichts.
So, ich habe dann gedacht, oh, schauen wir doch mal, vielleicht gibt es ja was in China. Ne? Ich meine, muss man ja nicht unbedingt alles schlecht sein. Ne? Und dann bin ich hergegangen und habe hier mal einen Messerblock bestellt. Und das Problem ist, der hat mir die Messer nicht sauber gehalten. Und da hätte ich Angst, oh, steckt schon, da hätte ich Angst, dass die runterfallen. Und sowas geht gar nicht. Mit großen Messern ist das kein Problem, die halten. Aber währenddem auch die können praktisch so verrutschen. Und das habe ich halt hier in der Form, da habe ich die Bedenken einfach überhaupt gar nicht. So, und wenn wir schon gerade dabei sind, also das fiel raus aus dem Wettbewerb sozusagen. Ne? Wir machen lieber gar keins. Also wenn wir da nicht hinkommen irgendwie, dass wir einen Preis unter 200 Euro hinkriegen, dann verkaufen wir keinen Messerblock bzw. Magnetblock. Das haben wir so beschlossen. Und wie es der Teufel will, diese drei Messer werden das Schleifchunkies Messerset. Optional gibt es dann noch dazu ein Brotmesser, das kann man sich optional dazu bestellen. Dieses Messerset bestehend aus drei Messern, und zwar haben wir lange überlegt, wir müssen uns ja in irgendeiner Form ein bisschen von diesen AliExpress Angeboten, wo du hier so drei Messer für 20 oder 30 Euro kriegst, das ist übertrieben, aber 50 Euro kriegst, müssen wir uns ja unterscheiden. Und wir unterscheiden uns ganz klipp und klar darin. Wir haben lange überlegt, was nehmen wir denn für einen Stahl. Und ich bin immer so ein bisschen so ein Freund von Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und wir haben uns entschieden praktisch für einen Damast, einen chinesischen Damast. Ich glaube, das ist, was ist, CR15 MOF oder so, keine Ahnung. Müsste ich genau nachgucken, ich schreibe es euch rein. Und der Kern ist einfach VG10. Ja, und VG10 ist ein über Jahre beständiger und viel verwendeter Stahl, der sich ausgezeichnet schärfen lässt. Das ist erstmal ganz wichtig. Es lässt sich wunderbar nachschleifen und ich bekomme eine extreme Schärfe daran. Das ist auch, steht außer Zweifel. Und er bleibt lange schnitthaltig. Das heißt, was erwarte ich denn von einem Stahl? Ich erwarte genau sowas. Und der VG10 erfüllt das seit Jahren und ist praktisch nicht kaputt zu kriegen in der Messerwelt. Ja, natürlich, ich weiß, es gibt Magna Cut, es gibt so viele tolle Stähle. Aber ich wollte einen Allround-Stahl. Und da, glaube ich, haben wir eine ganz gute Wahl getroffen. Wo wir uns dann allerdings mal deutlich unterscheiden, ist die Härte des Stahls. Wir sagen also, beziehungsweise unser Hersteller fertigt uns die in 59 bis 61 Rockwell. Das heißt, ich gehe davon aus, so ein Messer hat im Schnitt 60 HRC. Und das ist natürlich schon eine Ansage gegenüber normalen Küchenmessern, die irgendwo zwischen 56 und 58 HRC haben. Ja, so wie Wüsthof oder Zwilling oder wie sie alle heißen. Wir haben halt gedacht, wir wollen ein schönes Set rausbringen, das bezahlbar ist, weil jetzt kommt es, also das Set wird, als Dreier-Set wird das Ding kosten, ich glaube, wir hatten das kalkuliert mit 149 Euro für alle drei Messer. Da werden wir uns dann sicherlich auch noch was einfallen lassen, so nach dem Motto, wer das Set kauft, nimmt automatisch an einer Challenge-Teil. Die ersten drei Monate, wo er dabei ist, kann er seine Schärfewerte ablesen bzw. eingeben und vielleicht gehen wir einfach her und dass ich sage, ich gehe her, schleife so ein Messer mal zu Ende oder alle drei, messe die dann mal und jeder, der meinen Messwert schlagen kann zum Beispiel, kriegt auf seine nächste Bestellung 5% oder irgend sowas, keine Ahnung, Leute, nageln mich nicht fest, irgendwas fällt mir schon ein. Um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen. Vielleicht machen wir auch wieder so eine Challenge wie die Sommerloch-Challenge, die immer beginnt, was weiß ich, viermal im Jahr, dass wir vier Quartale machen und jeder, der dieses Messerset hat, kann dann in dem Quartal immer wieder neu seine Messer geschliffen vorstellen, wie scharf er sie kriegt, weiß noch nicht genau. Das ist also das, was jetzt die nächste Zeit kommt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen erstmal. Ja, wenn ich denke mal, ab nächste Woche wird es wieder losgehen, auch mit Schleifvideos machen und so weiter.
Die Sachen habe ich jetzt vorgestellt. Die Doppelschleifvorrichtung, die werde ich vielleicht nächste Woche dann einfach mal ein Messer auf zwei Maschinen durchschleifen und mal sehen, was wir da erreichen können. Ja, seid gespannt, was da kommt. Auf jeden Fall bin ich wieder aktiv und werde auch vermehrt Videos wieder machen. Wünsche euch was, lasst es euch gut gehen, schönes Restwochenende voll und ich gehe jetzt Formel 1 gucken. Bis dann, ciao.